Ich bin hier im Pieper Verlag, in der Wort- und Abenteuerschmiede von Pieper und möchte Sie einladen zu einer Reise durch die Zeit. 6000 Jahre in die Zukunft. Zu einer Erde, die von intelligenten Maschinen regiert wird und auf der nur noch 4 Millionen Menschen leben. Die meisten von ihnen sind unsterblich und einige wenige sind sterblich. Und diese wenigen Sterblichen, die werden von den Maschinen, beziehungsweise ihr Bewusstsein wird von den Maschinen, zu den Sternen geschickt, wo sie fremde Planeten erkunden können. Sie finden dort die Hinterlassenschaften einer uralten Kultur und sie wecken etwas, was seit 1 Million Jahren geschlafen hat und was zu einer großen Gefahr für die Erde wird. Es geht um Evelyn und Adam. Evelyn ist eine Unsterbliche, die den Maschinen misstraut. Und Adam ist einer der wenigen Sterblichen am Ende seines Lebens. Und der hat sein ganzes Leben lang den Maschinen vertraut und hat in ihren Auftrag fremde Welten erkundet. Es geht auch um die Frage der Evolution. Nämlich, ist die Entwicklung von maschineller Intelligenz, von intelligenten Maschinen, ein unausweichlicher Schritt der Evolution? Sind wir Menschen, wir organisches Leben, nur ein Zwischenschritt und steht am Ende eine große Maschine, die intelligent ist? Das Schiff unterscheidet sich ein bisschen von meinen bisherigen Romanen, weil es spielt zwar 6000 Jahre in der Zukunft, aber es ist gleichzeitig der Gegenwart ziemlich nahe, näher als man denkt. Die Unsterblichkeit zum Beispiel ist durchaus machbar. Es gibt also keinen Grund, warum sich die Zellen unseres Körpers nicht beliebig oft teilen könnten. Und die Entwicklung von intelligenten Maschinen ist vielleicht nur noch eine Generation entfernt. Das Schiff gibt also einen Ausblick auf eine Welt in gewisser Weise, wie sie durchaus mal sein könnte.